Wegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich bin mit mir ins Lager gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwächen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Die sogenannte Menschlichkeit ist Verrat gegen die Natur. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Wir sind die antiken Städte vor uns, die Akropolis. Wissen Sie, Munke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von weg? Zweitens, wann greifen Sie weiter an? Die sogenannte Menschlichkeit. Wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete, wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Wir haben keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Himmler ist ein Verräter, er wird seiner gerechten Strafe nicht entgehen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas Ähnlichem hausen und das Ende abwarten. Alles gut. Ich danke Ihnen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben.
Berliner Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Gibt es Neuigkeiten von Wenck und seiner Armee? Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greiming Gürzer, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende überdauern, für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Sofort! Große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Ja, mit Himmler kollaboriert er, ist der Verräter. Das Leben vergibt keine Schwäche. Wenck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kaiser. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Hören Sie zu, Kalte, ich möchte, dass Sie noch heute Nacht abreisen. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Ja. Sie und Klein müssen so bald als möglich aufbrechen. Ja. Der Führer ist der Führer. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuhalten. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Ja, Sir. Wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Was hatten wir für Möglichkeiten? Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Das Leben vergibt keine Schwächen. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Günther. Sofort! Den
Kommunistmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist mir sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von weg? Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Dass dieser Kultur aus dem besten Europa verschwemmt. Verräter! Die westlichen Demokratien sind dekadent. Oder halt uns daran hindern, selbstständig zu denken. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Wenk ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Es verrat gegen die Natur. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Die Logik der Frau. Я сообщаю вам, что Адольф Гитлер и его жена покончили с собой. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Meine Brandy tut Ihnen nichts, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Es fällt mir leicht davon zu gehen. Nur dieser eine Augenblick. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Es ist viel einfacher, nur den Schutt wegzuschaffen, als selbst alles niederzureißen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Wir sehen die Städte des Mittelalters. Wir sehen ihre Dome und wissen, dass die Menschen sowas brauchen, einen Mittelpunkt. Himmler hat mich Gott sei Dank gut versorgt. Ach Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, der eine leere Gebetsmühle betätigt. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Ich muss hier in Berlin eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Oktav, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Nur Sie und ich wissen, dass ein Drittes Reich nicht vorstellbar ist, das aus Warenhäusern und Fabrikgebäuden besteht. Nur Wolkenkratzer und Hotels. Dieses Dritte Reich wird eine Schatzkammer sein für Kunst und Kultur, die Jahrtausende verdauen wird. Ich war nie auf einer Akademie. Was nach diesem Kampf übrig bleibt. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Ah.
Seeokran müssen so bald als möglich aufbrechen. Dass diese Kultur aus dem besten Europa das Schwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse, unerbittlich. Anders kann man das nicht machen. Die Gruppe Steiner, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Ist der Russe schon so nah? Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Neunten Armee vereinigen. Große Verantwortung liegt nur auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Es war nicht nur für Deutschland. Dieser Himmler, was für ein aufgeblasener Hanswurst. Bonzen. Überall Bonzen. Könnte einem speiübel werden, nur vom Hinsehen. Neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem hausen und das Ende abwarten. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Das ist unter Garantie schmerzlos. Durch eine Lähmung des Nerven- und Atmungssystems tritt der Tod an. Das ist eine Sache von Sekunden. Von vor kommt der Beschuss! Da glauben Sie, denn ich schaue tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmurksen. Anders kann man das nicht machen. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ja, Himmler kollaboriert, er ist der Verräter. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinst ist. Rückwaffen! In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Eine große Verantwortung liegt nun auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Jetzt machen Sie es sich erst einmal bequem. Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen Diktaten selber so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Anders kann man das nicht machen. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Sie und Grün müssen so bald als möglich aufbrechen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten. Oh, you? Das ist sie noch immer. Denn das Volk hat sich als der Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Anders kann man das nicht machen.
Nur Wolkenkratzer und Teils. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Beck ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Keitel. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuhängen. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Ja, hier kollaboriert er, ist der Verräter. Hören Sie gut zu, Wünsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Braun an meiner Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Suchen Sie ihn! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Diese Mischpurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen sie aus mit ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den Endsieg. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. So, Sie sind gekommen. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Himmel. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Sie müssen so bald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dölitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wurde geflieht. Wissen Sie, Monkey, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Meine Blondie tut Ihnen nichts, sie hat einen ausgesprochen scharfen Verstand. Überhaupt ist sie viel klüger als die Menschen. Denn das Volk hat sich erst als Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. In einem Krieg wie diesem gibt es keine Zivilisten. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Ja, Himmler kollaboriert, er ist der Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es keine Bahn. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Der Befehl ist in den Wind gesprochen. Haben Sie noch Zweifel an Ihrem Befehl? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Keine Ölgebiete mehr, das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Wenn ich die Geschichte hier erledigt habe, müssen wir schauen, dass wir die Ölgebiete wiederbekommen. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden.
zur Not den Zivilisten. Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschau ein. Für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu sein. Der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Ich will, dass Greg sofort entmachtet wird und alle Ämter aufgibt. Ich habe großes Vorhaben mit den Deutschen wie mit der Welt. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Sofort zu melden. Erstens, wo sind die Spitzen von Wenk? Und auf was ist los? Woher kommt die Schießerei? Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Knack, knack, na! Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Er wähnt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Wenn Steinreich angreift, ist Berlin verloren. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Befehle sind in den Wind gesprochen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Die sogenannte Menschlichkeit. Das ist ein Geschwätz der Schweinepfaffen. Es wäre mir leicht, davon zu gehen. Wir haben keine Ölgebiete mehr. Das ist katastrophal. Weil es jede weitgreifende Operation unmöglich macht. Die Weltmacht lag zum Greifen nahe. Eine große Verantwortung liegt nun auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Sie werden sehen, meine Herren. Ich behalte Recht. Selbst wenn der Ausbruch erfolgreich sein sollte, ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Nur hier in Berlin, nur hier kann alles gerettet werden. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. Himmler hat die Lübe den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Mein Führer, als Soldat schlage ich Ihnen vor, den Durchbruch aus dem Berliner Kessel zu wagen. Ach Kind, ich kann das nicht. Ich käme mir vor wie ein Lama-Priester, eine leere Gebetsbühne. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen.
Dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.